Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge heute hier am Dienstag von Space Engineers in der vierten Staffel. Ich bin der Icebreaker und begrüße euch wie immer zusammen mit Heiko und Nils. Hallo. Hallo. So, ihr seht, ich bin auf dem Weg in Richtung Piratenschiff, denn da muss ja die Arbeit auch mal weitergehen. Ich hoffe, dass da nicht schon ein Meteorit eingeschlagen ist in der Zwischenzeit. Ja, einer komplett zerstört. Genau, von einem Meteoriten oder was? Ja. Dafür ist es schon zu groß, ja, Heiko. Hier ist auch eine ganze Schauer eingeschlagen, wer weiß. Genau, weil die alle so gebündelt kommen, dass die alle genau auf einen Punkt treffen. Ja, möglich wäre es ja. Ja, es wäre zumindest nicht ausgeschlossen. Ja, das stimmt wohl. Macht den Dämpfer bei mir gerade. Oh, jetzt sind die sogar schon mittlerweile zwei Schauer reingekommen. Von jedem hat einer getroffen. Ich kann auch schon reichen. Ich kann meine Dämpfer nicht ausschalten. Er schaltet meine Dämpfer nicht aus. Na toll. Jetzt muss ich echt Dauerfeuer geben die ganze Zeit, um da hinzukommen. Naja, egal. Ich habe ja eine Flasche bei, reicht schon. Ja, die letzten zwei Folgen natürlich wieder schön erstmal von der Astrobasis abgeholt, die der Nils da abgebaut hat in der Zwischenzeit. Und habt ihr gesehen, Sonntag angekommen, kein Strom in der Basis, komplett leer, alles tot da. Und du könntest übrigens auch mal ein, zwei Gatlings hinstellen, Heiko. Ja. So einfach zumindest zur Meteoritenabwehr, nochmal so für den Fall. Wäre nicht so schön, wenn ein Meteoriten in dein Glasdach reinhämmert. Oder die Rocky trifft, die vorne steht. Ja. Also schön die Mitte bei Rocky rein und Rocky in zwei Teile. Zack. Boah. Das wär's, ey. Das wär's, ja. Ich glaube, ich sollte Rocky im Hangar parken. Du kannst einfach zwei Gatlings aufstellen. Ah, aber es besteht immer die Gefahr, dass ein Meteorit durchkommt. Ja, bei zwei Gatlings nicht unbedingt. Du kannst die Reichweite ja auch ein bisschen kürzer einstellen. Mhm. Dann hast du nämlich den Punkt, dass eher nicht auf Meteoriten fährt, die weit weg sind, sondern nur wirklich die gefährlich werden, die nah rankommen. Ja. Streaming, Spiel hängt, juhu! Bei mir nicht. Ja, bei mir will er ja auch gerade ein Piratenschiff laden. Also ja. Gibt übrigens noch irgendwo ein defektes Schiff, beziehungsweise eine defekte Piratenbasis, ne? Okay, ja, stimmt. Irgendwann hatte doch. Habe ich bei den Admin-Tools gesehen gehabt, dass es noch irgendwo eins gibt. Hatte Andrea doch erzählt gehabt, dass die irgendwo noch ein Meldesignal hatte. Ja, aber da ist noch irgendwo was. Ich finde diesen Strang lustig, den ich hier habe, immer noch mit den der Conveyor-Technik, nur damit die H2-Generatoren immer noch laufen. So, wo bin ich denn stehen geblieben? Okay, Küche hatte ich noch überlegt, ob ich die bei euch einbaue oder nicht in die Quartiere. Gucken, ob da Platz ist. So. Brauchst du die Quartiere jetzt schon komplett fertig oder was? Die Quartiere, die übernehme ich so, ja. Die übernehme ich direkt. Ah, jetzt habe ich sogar zwei Flaschen bei. Deshalb habt ihr hier oben auch Flaschen. Hatte ich sogar noch Flaschen von unten mitgenommen. Naja, egal. Habe ich Vorrat. So, also aktuell können wir rund 44.000 Eisenplatten herstellen. Also so viele wie du brauchst für dein Schiff, hast du gesagt. Genau. Also an sich, es reicht noch nicht mal. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. So, dann machen wir jetzt den nächsten Kringel hier. Die nächste Zwischenwand. Und schau mal. So, Frage ist nur, wo fange ich an zu bauen mit dem Ding? Ich habe zu Heiko gesagt, ich glaube, ganz gut wäre, da bist du auch ein bisschen geschützt da. Unten in dem, also unter unseren Landepads in dem Trichter unten drin. In dem großen Krater. Weißt du, wie groß mein Ding wird, oder? Nein, aber ich denke, das passt da trotzdem rein. Also ich sag mal so, ich muss schon auf den Berg gehen, damit ich es da reinkriege. Wie lang hast du gesagt? Warte, 300 Meter?
Also ein Tick mehr, 330 Meter, glaube ich, hätte ich gesagt. Bau, wo du willst, mein Gott. Das Ding ist einfach mehr als doppelt so lang wie meiner, ey. Deswegen ja. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Da freut sich die Simulationsgeschwindigkeit des Servers ganz besonders drüber dann. Glaube ich doch. Es hängt wieder. Ja, so. So, da habe ich das richtige Material, glaube ich, wieder nicht mit dabei für den. Doch, zum Platzieren habe ich es auf jeden Fall. Okay. So, aber zum Schweißen wahrscheinlich nicht. Nee, nicht komplett. Okay. So. Deswegen alles ist ja auch nicht komplett geschweißt. Einige Sachen noch nicht, aber ein bisschen was schon. So. Eins, zwei, Ich bin gleich drei, am Punkt angekommen, ich kann gleich die Blöcke platzieren. vier. Okay. Zwei. Dann brauche ich mal die interne Mauer wieder. Drei. Und da brauche ich jetzt Bleibt mehr. Conveyor. So. Gut, dass ich hier oben kein Material mitnehmen muss. Ich habe ja echt schon alles jetzt hier, weil das Schiff bietet mir ja alles, was ich brauche. Ja. Weil ich hatte ja anfangs ein bisschen Material mitgenommen, aber ansonsten ist ja hier alles, was ich brauche. Da hier eine Menge rauskommt aus dem Teil. Ich glaube, später wird es echt noch hier eine Kunst, mit dem Teil vom Mond runterzukommen. Hängt nur von der Anzahl der Triebwerke ab. Ja. Welche wahrscheinlich schon verdammt viele werden müssen. Inventory full. Wieder mal. Gott, ich habe hier fast 10.000 Stahlplatten liegen, ne? Möchte ich mal so erwähnt haben. Werden wahrscheinlich noch mehr. So, den einen Space Fuzzi bin ich los, den eine Leiche. Aus dem Raumschiff geworfen. Nö, da ist jetzt mit dem Wegflexen des Blocks einfach verschwunden. Also. Dann. Energy So, Critical auf Energy 1, Aufladen. 2, 3, 4. Da ist Durchgang. Dann machen wir erstmal Blöcke hin. Hallo Nils. Hallo. Du machst erstmal interne hin. So. Machen wir hier erstmal interne Mauer hin. Das war falsch. Falsch gedreht. So, außen runter ist dann so. Okay. Aber diese Designkopiererei hier. Jetzt müssen wir uns Blöcke platzieren. Yay! Ah, ich muss auf der ganzen Länge noch diese Schrägen machen, ne? Ja. Jetzt haben wir relativ schnell gemacht eigentlich. Du machst das schon. Ja. Mach mit Kopf über. Geht besser. Kann ich besser reindenken.
Stimmt, ich habe mich verzählt. Ein bisschen interne Panzerung brauche ich noch. Also ich habe jetzt die Blöcke nicht komplett fertig geschweißt von den Quartieren, aber die sind zumindest platziert. Also von der einen Reihe zumindest schon mal. Kann ja hier in dem Schiff aktuell nur mit Dings laufen. Mit ups. Oh, er hat mich wieder rausgeglitscht, ist das schön. Ja, ich auch. Aber es gibt ein Badezimmer dann. Wir noch keine Küche, aber es gibt wenigstens ein Badezimmer für jeden. Immer gut. Wenn ich mich auch denke, so Küche, hallo, da gibt es eine Kantine, ja, eine Mensa, wie auch immer. Offiziersmesse, so nach dem Motto, und das war's, ja. Also, ich dann hier eine eigene Küche, sag mal, hallo, was sind wir hier, ein Luxushotel oder was? Ja. Nee. Ganz sicher nicht, Freunde. Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich hier wegnehme. Ansonsten wird meine Konverleitung hier gleich wieder getrennt. Ach, die läuft nur bis hier, die Konveyor. Hier hinten ist denn ein anderes Netz. Die haben zwei Konveyornetze gehabt, Heiko. Oh. Obwohl nicht unbedingt, die waren hier unten verbunden miteinander, glaube ich, was ich schon weggebaut habe. Energy low. Ja, Energy low. Inventory full, ja, ich hab's. Mein Gott. Immer dasselbe hier. Es hängt wieder. Okay. Da liegt übrigens noch eine Leiche, habe ich gerade schon gesehen. Also mindestens eine weitere Leiche liegt da noch. Habe ich die schon gesetzt? Oh, Vorsicht, Asteroiden. So, nein, die habe ich noch nicht gesetzt. Okay. Kann ich den Block wegnehmen? Ja, kann ich. Und dann machen wir jetzt erstmal zwei große. Erstmal machen wir Energie auffüllen. So. Und heute eins von vier von diesen Schrägen habe ich nicht geschafft. Okay. Also Steam wirkt ja gar nicht überheblich in der E-Mail, ne? Wieso? Ich habe jetzt nur die E-Mail bekommen, dass Miguel uns halt was geschenkt hat, ne? Ja. Hier, ihr Freund Miguel hat Ihnen das Spiel bei Steam, pass auf, bei Steam, der führenden digitalen Vertriebsplattform für PC-Spieler geschenkt. Ja, alles klar. Ist so gar nicht überheblich. Ich meine, ja, mag sein, dass Sie immer noch der sind, die sind, die meist das meiste haben, ne? Aber... Trotzdem wirkt ein bisschen überheblich. Warum? Weißen Leute in Ewigkeiten jetzt wieder. Das ist so halt so, ja. Aber ich bin ja schon wirklich schon mal froh, dass wir nicht mehr mit dem normalen das machen müssen, weil wir mittlerweile schon Elite haben. Ja, mit dem normalen hättest du da was machen können, da kriegst du einen Knall. Dann sind drei hättest, Wochen. Hättest du jetzt wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte von dem, was du da gebaut hast. Ja. Ja. Deswegen so Sachen wie Belüftungssystem in dem Schiff hier, das ist ein alt nachträglich noch geregelt. Baue jetzt erstmal, dass es einigermaßen passt. Ne? Okay. Und dann gucke ich, wo ich hier Lüfter setzen kann, ob ich das Ganze belüften kann irgendwie, weißt du, und
was bürstet werden muss zumindest. Hier vorne habe ich schon mal einen schönen Raum, wo ich einen Haufen Platz hätte für Technik auf jeden Fall. Ja, immer muss der so einen kleinen Technikraum haben, ne? Ja. Ja, eigentlich hat das Ding zwei. Also vorne hast du Platz für Technik, dann kommt im Mittelsegment, sage ich mal, die Crewquartiere und dahinter hast du ja nochmal deinen Platz für Technik und Triebwerke und so. So, jetzt machen wir noch eine Reihe drunter und dann müssen aufpassen beim Zurückfliegen, dass sie nicht gegen einen Asteroidenknall, der hier rumschweben. Hier sind noch so ein paar Asteroidenbrocken, die hier rumschweben. Dass ich nicht hier sterbe, ich habe hier oben keinen Respawn Point. Ja, stimmt. Was ist denn die Monster und der hochfliegen, ne? Ja. Oder Astrobasis spawnen. Näher dran. Das wäre die Alternative. So, da unter ist dann wieder ein ganzer Block und eine Schräge. So. So, und hier ist dann ein ganzer Block. So, aber liebe Zuschauer, ihr wisst, was jetzt wieder kommt. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Auch wenn man das kaum glauben mag, aber es ist so. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.